Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Among Us die ganzen Weihnachts- und Halloween-Hats bekommen könnt. Und zwar sind das die hier, Leute. So. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht mit diesem kleinen Trick. Ihr geht auf euren Desktop, auf eure Uhrzeit, macht einen Rechtsklick und klickt oben auf Datum Uhrzeit ändern. Dann öffnet sich dieses Fenster. Dort seht ihr schon ganz oben den blauen Haken bei automatisch festlegen. Den nehmt ihr raus, Leute. Und könnt dann unten auf ändern klicken, um euer Datum zu ändern. So, als erstes zeige ich euch, wie ihr die Halloween Skins bekommt. Und zwar ist es bei mir das Datum. Der 28. Oktober 2019. Bei euch kann sich das auch ändern, Leute, aber versucht es erstmal mit diesem Datum. Falls es nicht klappt, dann ändert ihr das einfach ein paar Tage. Macht entweder den 29., 30. oder 31., je nachdem. Klickt auf Ändern und öffnet das Spiel. So, Leute, wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr unter Heads erstmal diese ganzen Halloween-Heads bekommen haben. Die werden euch dann wahrscheinlich auch ganz oben angezeigt. So, das war's dann mit den Halloween-Hats. Um die Weihnachts-Hats zu bekommen, Leute, macht ihr wieder dasselbe. Klickt wieder auf Datum ändern. Bei mir war es der 24. Dezember. Aber es kann auch sein, dass es bei euch wieder nicht klappt und dass es vielleicht bei euch der 25. oder 26. oder 23. Da müsst ihr halt immer variieren, Leute, weil es ist nicht bei jedem das gleiche Datum, habe ich mitbekommen. Also, ihr könnt das ja so wie ich versuchen. Vielleicht klappt ja mein Datum auch bei euch. Es ist der 24. Dezember 2019 bei mir. So, wenn ihr das dann eingegeben habt, bestätigt das Ganze wieder, indem ihr auf Ändern drückt und öffnet Among Us. So, und dann bei Heads habt ihr auch diese ganzen Weihnachtssets. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr das Datum ändert, also oder beziehungsweise bevor ihr das Datum ändert, muss das Spiel bei euch geschlossen sein, sonst klappt das Ganze nicht. Das Spiel muss geschlossen sein und danach ändert ihr das Datum und dann öffnet ihr erst wieder das Spiel, Leute. So, und dann könnt ihr auch das Datum wieder auf automatisch festlegen machen und zurücksetzen, aber die Pets bzw. die Heads bleiben immer noch bestehen. Ja, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das gerne an dieser Stelle ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.